4th of July, boy. 4th of July weekend. America. Das ist einer der krassesten Holidays, die ich letztes Jahr gesehen habe. Mal sehen, was ich dieses Jahr zeigen kann. Aber die Amis feiern sich am 4. Juli mal so richtig. Und wir haben ein bisschen heute einen anderen Schedule. Ein bisschen späteren Start. Oh, das Shit beschlägt schon wieder. Ist nicht schlimm. Bisschen späterer Start. Bisschen kürzeres Workout, weil alle nach dem Workout sofort an Pool zischen oder irgendwo grillen möchten. Genau, aber wir machen heute ein richtig schön amerikanisches Workout. Auch beim Liften ist heute richtig amerikanisch angesagt. Nur Bizeps, Trizeps, Schultern. Mal gespannt, was wir auf dem Feld machen. Ja, also ich sag's ehrlich, ich habe den ein bisschen overhyped am ersten Tag. Da war, glaube ich, ein bisschen zu wenig Geschmack. Es war sehr sauer, so, weißt du, mein? Mittlerweile läuft's, mittlerweile wird's besser. Was sind denn die Key Ingredients in deinem Good Morning Shake gerade? Key Ingredients: Blaubeeren, Vanilla Whey Isolate. Und wir haben Oatmeal drin, also Haferflocken einfach, ganz normale. Glutamat, Kreatin, Calcium, Magnesium, Citrat und Mandelmilch und Mandelbutter heißt es, glaube ich, oder? So Erdnussbutter, aber mit Mandeln. Und die tut den Geschmack, glaube ich, nach oben pushen. Ja. Vorher war es sehr bitter. Dieses Calcium-Magnesium-Citrat-Supplement ist sau bitter. Das schmeckt wie so Zitronenwasser. Ich habe ihn ja auch getrunken und der wirkt auf jeden Fall nicht kalorienarm. Ja, ja, der, hier sind ordentlich nicht kalorienarm, ist gut. Ja, hier sind ordentlich Kalorien drin. Das ist sozusagen ersetzt mein Frühstück. Ich muss mich komplett durch die erste Session und den Lift tragen. Genau, guter Startentag. Resümee zur Feldsession. Digga. Kein Kommentar. Oh shit, Jakob ist da. Philipp sonnt sich hier gerade eine Runde. Also ich habe das Workout tatsächlich überlebt. Das war ein knappes Ding. Pete ist heute mal komplett ausgerastet. Also ich weiß gar nicht, was mit dem los war heute. Wir waren gute fast 2 Stunden auf dem Feld. Harte Speedwork, war eine gute Session. Danach haben wir ein bisschen Arme trainiert drin.
Schultern trainiert. Ich hatte noch eine Massage. Jetzt geht es noch ein bisschen ausschwimmen. Und dann müssen wir schon direkt weiter zu den nächsten Terminen. Wir haben nämlich noch Podcast-Termin. 4. Juli, bisschen celebraten, bisschen was snacken. Und auf dem Weg nach Hause gehen wir noch beim Laden vorbei. Das heißt, ihr könnt wieder beim Shoppen zuschauen. That's it. Ganz schön kalt hier, Alter. Du schwimmst manchmal in deine Routinen ein? Ja, Schwimmen ist gutes Cardio, bringt dir dieses Baseline-Cardio und es ist leicht auf deine Beine, deine Joints, deine Knochen. Ich habe das Ganze in New England angefangen, damals, als wir bei EPS trainiert haben. Und jetzt baue ich das am Ende ein bisschen ein. Gute Durchblutung, gute Recovery, gutes Cardio. Ich mal wieder richtig schwimmen. Wieso kannst du jetzt wieder schwimmen? Digga, mein Kraulschwimmen war davor grottig. So, das musst du einfach mal machen. Weißt du, wenn du es nicht machst, dann verlernst du den ganzen Scheiß. So, jetzt will ich das mal wieder ein bisschen mehr regelmäßig machen. Dann ist meine Technik stabil, würde ich sagen. Damit geht der heutige Trainingstag zu Ende. Wir sind aber natürlich schon wieder auf dem Sprung. Ich bin gerade total on the go, ich lebe aus meinem Rucksack. Darum hat uns unser Sommerpartner AG1 was Gutes zugeschickt. Und zwar diese AG1 Travel Packs. Ja? Das Ganze ist ganz einfach. Eine Packung ist ein Scoop. Das Rezept ist immer noch dasselbe. Packt euren Scoop, öffnet das Ding auf. So. 250 Milliliter Wasser. Geht das Ganze rein, Deckel drauf. Ein Scoop AG1 enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Bevor ich mir meinen Shake gönne, sage ich euch noch, wo ihr das Ganze bekommt. Kriegt AG1 im AG1-Abo. Mit monatlichen Optionen, wo ihr euren Lieferrhythmus anpassen könnt, pausieren könnt oder abbestellen. Das Ganze ist ohne Vertragslaufzeit, frei Haus zu euch zugeschickt. Ich gönne mir meinen Shake und ich hoffe, ihr gönnt euch auch rein. Cheers! Im Moment gibt es ein Angebot für meine Community. Auf drinkag1.com/jakobjohnson erhältst du nach Abschluss eines Monatsabos einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs. Gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und AG1 Shaker Bottle zur Bestellung von der Monatspackung dazu. Alright. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe hier drin findet ihr in der Videobeschreibung. Du weißt, wo wir sind. Wir sind back. Wir kaufen wieder mehr Essen. Shopping Nummer 3. Shopping Nummer 3, Digga. Ich bewege mich den Rest des Tages nur in Slow Motion. Pete hat alle schnellen Bewegungen aus mir rausgeholt. Also, heute ist 4. Juli, großer amerikanischer Holiday, viel Barbecue-Action. Wir haben ein bisschen eingekauft. Wir machen auch ein Barbecue, wir machen auch ein kleines Cookout, aber wir versuchen es so gesund wie möglich zu machen. Ja, wir haben Bison hier anstatt Ground Beef, wir haben so organische uncured Hot Dogs, ja, wir haben echt versucht ein bisschen das Ganze healthy zu gestalten, aber das Ganze muss auch schmecken heute. Ja. Das heißt, mal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn wir es gekocht haben. Das ist erstmal zur Kasse und dann sehen wir weiter. Einkauf in the bag, zurück zum Haus. Ich muss noch mal kurz zu Target rüber, ja, noch mehr einkaufen. Die USA hat echt einen Weg, dass du hier die ganze Zeit einkaufen musst. Digga. Dein Geld geht die ganze Zeit auf verschiedene Art und Weisen aus deinem Geldbeutel raus. Genau, Burger kommt zuerst, Hot Dogs kommen oben drauf und dann machen wir ein paar Buns. Alles auf 4. Juli Spezial. Das heißt, es wird richtig gut. Okay. Here we go. Ist sowas, wo ihm auch schon öfter aufgefallen ist, du hörst dir gerne so Podcasts oder Dokus beim Kochen an. Ja, ja. Was hast du gerade? Gerade, das ist eine Show, Best Ever Food Review Show. Das ist ein geiler YouTube-Channel, wenn ihr Food-Content mögt. Dieser Typ ist wild, der reist überall in der Welt rum. Gerade ist er, glaube ich, dabei, wie er Seeschildkröte probiert oder irgendwie sowas in Australien.
verschickter Typ, aber das inspiriert mich beim Kochen, weißt du? Ich meine, wenn ich so einem Typ dabei zuschaue, wie irgendwie Kakerlaken in Südasien ist oder sowas, dann kriege ich irgendwie Inspiration für was ich hier mit den Burgern mache. Hotdogs werden assembled, Burger werden assembled, dazu der Hotdog Contest live auf ESPN. 4. Juli. Wir machen es richtig. Okay, Leute. So, ich bringe mir ein bisschen Supplements für unterwegs ein. Aha. Alright, 4. Juli, wir gehen die Fireworks anschauen. Miami, here we go. It is July. That'd be crazy, it's July 4th. American girl. Oh, we gotta put that song. Now this makes a man I love is sucker punch kind. Hey, Uncle Sam, shaking her face, and he will find. Zurück am Auto. 4. Juli hat geklappt. Wir haben Miami überlebt. Wir haben die Feuerwerke gesehen. Jetzt geht's ab nach Hause schlafen. Und morgen ist Recovery Day at Bomberitos. Bis dahin. Peace. Okay, heute waren wir bei dieser Feuerwerk. Hat ein bisschen Spaß gehabt. Und jetzt fahren wir nach Hause. Ich freue mich sehr. Was machst du morgen? Morgen gehe ich natürlich trainieren, weil ich muss pumpen. Termin. Weil ich muss ein paar Locken abschneiden. Dann koche ich für diese dumme Junge. Aber du hast noch nie gespielt. So. Wann hast du gespielt? Vier oder fünf Mal. Also 4 oder 5 Mal hast du gut gemacht.